Der Titel meiner Begrüßungsansprache, mit dem ich mich und Sie sich jetzt auch beschäftigen müssen, heißt Ja zur digitale Nachhaltigkeit auch an Schulen. Und ich fokussiere mich jetzt, ja, was heißt denn das für Schulen? Ist das möglich? Was bedeutet das und was sind die Chancen? Wir wissen, dass die fortschreitende Digitalisierung, in der wir stecken, eben gerade auch für Schulen eigentlich ein Potenzial hat. Vielleicht müsste man auch sagen, hätte, weil ich glaube, wir alle wissen, es ist gerade an Schulen digitale Nachhaltigkeit oder eben auch Open Source noch relativ wenig Einzug gehalten hat. Man könnte sagen, wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen steckt, aber auch alle, die Sie hier sind, sorgen dafür, dass Open Source auch und damit die Förderung der digitalen Nachhaltigkeit an Schulen, den Kinderschuhen entwachsen wird. Was ist das Problem oder die Herausforderung der digitalen Nachhaltigkeit an Schulen oder der Verwendung von Open Source auch, dass ich in einen direkten Zusammenhang stelle? Die Chance, die man hat, ist, dass ich glaube, wenn wir jetzt ganz aktuell immer wieder auch von MINT-Förderung sprechen, dann ist die Verwendung von Open Source und MINT-Förderung wahrscheinlich in einem Satz zu nehmen. Wenn Sie MINT-Förderung ernst nehmen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, wenn man das in einem Satz nimmt und die Möglichkeiten von Open Source kennt, dann weiß man, dass die Experimentierfreudigkeit der Schülerinnen und Schüler deutlich verstärkt wird. Also kann ich relativ einfach MINT-Förderung betreiben mit dem Einsatz von Open Source. Und diese Experimentierfreudigkeit, die dadurch auch gefördert wird, ist ja wahrscheinlich auch ein ganz entscheidendes Teil, damit Kinder, Jugendliche an Mathematik und Naturwissenschaft und der Informatik Spaß und Freude behalten. Ich bedanke mich also in diesem Sinn, dass Sie hierher gekommen sind, sich um dieses Thema interessieren. Wenn ich da vorher hineingekommen bin, die 3D-Drucker-Geschichte, die natürlich für alle spannend ist. Wir haben dort draußen dann die positiven Elemente gesehen, die mit dieser Möglichkeit besteht. Ich habe gesehen, dass es einen Kurs gibt, wie man diese 3D-Drucker selber basteln kann hier. Muss mal schauen, wann ich Zeit habe. Was braucht es aber, damit digitale Nachhaltigkeit an Schulen Wirklichkeit wird? Ich meine, es braucht kompetente Lehrerinnen und Lehrer, die vor allem im ICT-Bereich eine hohe Kompetenz haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Interessierten jetzt hier sitzen und wir doch manchmal an den Schulen noch etwas Probleme haben mit der Grundkompetenz. Vielleicht, das darf man schon so sagen. Und jetzt glaube ich, damit wir hier Fortschritte machen, braucht es vor allem seitens PHs Anstrengungen. Wenn die PHs in der Ausbildung mit OSS schaffen, mit Open Source schaffen, arbeiten, dann bekommen wir Leute, die so ausgebildet in den Schulalltag kommen. Und dann haben wir eine Chance, dass von unten nach oben das auch in den Schulen Einzug halten kann. Und auf der anderen Seite braucht es mich als Politikerin auf verschiedenen Ebenen, hier ist die kantonale Ebene angesprochen, dass eben mit etwas sanftem Druck die PHs dazu animiert werden, das auch zu tun. Also es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene sind Sie als Anwender, Vermittler, und auf der anderen Ebene braucht es die politische Möglichkeit. Und ich glaube, die Umsetzung des Lehrplan 21 bietet hier gute Möglichkeiten, hier Eckpfeiler zu setzen. Angefangen mit den Lehrmitteln, die noch erarbeitet werden müssen. Da können wir schauen, dass sie auf digitale Nachhaltigkeit beruhen. Da muss man wahrscheinlich mit den Lehrmittelverlagen noch etwas sprechen. Aber da kommt wahrscheinlich schon irgendwann Bewegung. Und ich glaube auch dann, weil der ganze ICT-Bereich im Lehrplan 21 als Querschnittsfach doch etwas mehr Bedeutung bekommt als jetzt, haben wir auch dort die Möglichkeit, die Schulen auch open-source-mäßig auf den Weg zu bringen. Und für die Politiker, Schulpräsidenten, wie ich auch eine bin,
kann man sagen, und ich gebe zu, meine Schule arbeitet noch nicht mit Open Source, kann man sagen, dass es sich wahrscheinlich eben mit der Zeit auch rechnet. Es braucht einen großen Effort, es braucht einen Weiterbildungseffort. Das ist manchmal problematisch, weil hier noch einmal das auch noch auf sich zu nehmen, gewohnte Wege zu verlassen, das ist ein riesiger Effort, den kann man tun, muss man tun, und die PolitikerInnen auf Gemeindeebene, die können zu rechnen beginnen. Und wenn sie zu rechnen beginnen, merken sie, dass es nach einem Anfang-Effort sich eben auch rechnet. Das ist bei Politikern meistens ein gutes Argument, eben umzustellen. Ja, und nach dem Rechnen möchte ich auch meine kurze Ansprache beenden. Ich wünsche Ihnen an diesem wunderschönen Frühlingstag, dass Sie am Abend nach Hause gehen und sagen, so, jetzt habe ich mein Wissen aufgefrischt, neues Wissen bekommen, und die, die im Schulalltag stecken, auch etwas mitbekommen, das sie auch direkt umsetzen können. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und bedanke mich herzlich, dass Sie hierher gekommen sind.